zu glauben, das beerdigt man dort und irgendwo anders setzt man das Geld ein. Das geht halt gerade nicht. Selbst wenn man es wollte, geht es nicht. Bis zum gewissen Grad schon. Ah, nein, sie brauchen Planungen, sie brauchen Verfahren, sie brauchen einen Haushalt. Aber jetzt diese 8 Milliarden, die es dann nachher kosten würde, die hat man dann gespart. Das kostet keine 8 Milliarden. Ja, das wird man dann noch sehen. Ich werde mit Ihnen eine schöne Flasche Wein, Herr Markus. Da bin ich immer dabei. Gut. Wunderbar, da hört mich an. Ich will so viel wie möglich Menschen davon überzeugen. Und deshalb haben auch diejenigen, die nicht dafür sind, einen Anspruch darauf, dass ihre Argumente gehört werden. Und wir wollen ihnen belegen, dass man ihre Ängste, ihre Bedenken einfach mit Fakten auch ein Stück weit beseitigen kann, sie widerlegen kann. War das jetzt für Sie ein guter Anfang des Gesprächs oder würden Sie sagen, reine Show? Ja, schon zu 90% Show. Wollen die halt jetzt nicht noch hier in Baden auch noch einen Herd sozusagen oder einen Flächenbrand aufkommen lassen und deswegen gucken sie jetzt hier mal vorbei. Was erwarten Sie jetzt von der Landesregierung? Nichts. Ich erhoffe mir was von den nächsten Wahlen. Nämlich? Ja, dass es neue Mehrheiten gibt, dass die CDU nach 40 Jahren abgelöst wird. Das ist überfällig.